Palace.de. Ich bin heute wieder mit einem neuen Setup hier, deswegen höre ich erstmal. Ich klinge super. Ich habe so ein neues Kabel. Ich hatte vorher das von Speedlink. Das war scheiße. Und jetzt habe ich das andere, das ist super. Ich muss mich nebenbei leise machen, aber ich lasse erstmal das Spiel laden. Wir spielen nochmal Concrete Genie. Und ja. Letzte Woche war ja der Manuel nochmal am Start. Davor mussten wir leider aus gesundheitlichen Gründen das Ganze abbrechen quasi, beziehungsweise nicht durchführen. Hat sich noch nicht gelegt, aber ich bin heute hier und ich habe einen Kommentar und versuche gerade rauszufinden, wo der ist. Das war's nicht. Also lieber Kommentator, ich habe dich gesehen. Ich kann dich nur noch nicht, ich kann nur noch nicht sehen, was du geschrieben hast. Warum ist das eigentlich so laut hier? So. Hä, ich bin gerade total irritiert, dass. Ach, das war der Manuel, der geschrieben hat und er irgendwie Twitch verarscht mich und es hat irgendwie die Kommentare weggemacht. Ach ja. Danke. Ich war zu dumm. Ich mache jetzt seriös weiter, als hätte das nie passiert. Also nochmal, ihr ist Bea von GamersPalace.de. Wir spielen Concrete Genie weiter auf der PS4. Und genau, da ist unser, der eine Genie, hallo. Und das ist jetzt das Spannende, weil ich nämlich oben lang gehe. Boah. Normalerweise spiele ich übrigens nur Action-Adventure-Spiele. Das merkt man, ne? Der Christian macht das ziemlich gut mit seinen Geräuschen Vielleicht hier. sehen Sie mich nicht. Und hier gibt es angemalte Wände. Das kennen wir schon aus anderen Spielen. Ne, angemalte Wände, das sind immer so Hinweise, dass man an denen rumklettern kann. Das funktioniert hier auch ziemlich gut, wie wir das merken. Und ich verhalte mich sogar deutlich besser, als ich das beim ersten Mal gespielt habe. Da bin ich nämlich natürlich in die Gegner reingelaufen. Das kann man mal machen. So. Gucken, ob wir das schon haben. Hier ist nämlich tatsächlich so eine Erinnerung, die wir malen können. Das heißt, wir brauchen Regen. Und das hier? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann haben wir das noch nicht. Mich einfach fallen lassen. Da bist du hier. Oh, cool. Das hat also einfach so funktioniert. Und hier, dieses Blaue, das ist die Dunkelheit quasi, die wir durch die Superfarbe wegmalen wollen, um eben Danska wieder in eine schöne Stadt zu verwandeln. Das machen wir am besten ziemlich einfach. Ach, und ich glaube, das geht oben noch weiter. Oh. Null Superfarbe übrig. Wenn wir jetzt einen der Genies rufen könnten, dann würde ich auch die Superfarbe wieder hochbekommen und könnte hier weiter malen. Aber das haben wir gerade nicht. Also machen wir hier noch ein paar Sterne hin. Ach, da oben ist ja auch noch Licht.
Schmetterlinge verstecken sich. Ah, nein. Fuck. Jetzt haben sie mich doch gesehen. Geht einfach weg. Okay. Gut, dann gehe ich eben woanders lang. Ein bisschen erinnert mich der Teargurt. Ich habe jetzt mal wieder Death Stranding gespielt. Und das erinnert mich doch sehr an das Spiel vom Hideo. Nicht weglaufen. Danach habe ich schon gesucht. So, hier haben wir nicht genug Superfarbe, weil wir gerade keinen Genie hier übrig haben. Aber das macht nichts, weil ich Hallo. Einfach herrufen kann. Obwohl gerade keiner, hat echt gerade keiner Lust zu mir zu kommen. Das ist nicht nett. Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Kann ich das damit anvisieren? Ein bisschen, ja. Ihr kommt nicht hier hoch. Ich weiß nicht, ob euch das nicht klar ist. Sich wie ein Baby. Deine Mutter ist ein Baby. Ja, ja, versteck dich nur. Sag dich schon, Trottel! Die sind echt nicht nett, die Kinder, ne? Aber gut. Das sind ja auch die bösen Kiddos. So. Da drüben ist er. Ah, okay. Da drüben ist. Wo? Tatsächlich ein. Au. Ein Genie, sodass ich. Aber wie komme ich da am besten hin? Aha. Easy. So, was machen wir denn da am besten hin? Ich denke. Was haltet ihr von Schmetterlingen? Ein Buch kann nie zu viele Seiten haben. Aber wieso kommen denn meine... Ich bin hier! Meine Helferlein nicht her. Sind die dummen Kinder noch hier? Ah, jetzt haben sie mich gehört. Na cool, hier, mitkommen. Komm schon. Kommt ihr hier rüber? Nein. Offensichtlich nicht. Hey, hier bin ich. Doch. Doch. Doch, doch, doch.
Ich habe wohl ein, zwei Lichter übersehen. Aber hier kommen sie nicht weiter. Dann probiere ich das anders. Und gehe einfach. Okay. Wow. Okay, geh einfach hier lang. Na toll, Gesellschaft. Und dann kann ich die da drüben anvisieren, oder? Ja. Die zumindest, aber jetzt brauche ich noch die Farbe. Die Superfarbe von vorhin. Dabei können wir aber ja hier die ganz gut helfen. Und zwar möchten sie... Wie ist das hiermit? Die wir haben, damit sind sie dann glücklich. Und können mir... Oh, haben wir schon die Superfarbe aufgemalt. Okay. Das heißt, jetzt kann ich da hoch und das fertig machen. So, wow, Vorsicht. Lass uns das säubern. So, Bingo. Ist auch so ein... Diese Gegend ist fertig. Was kommt jetzt? Ash. So. Keine Superfarbe mehr. Das ist richtig. So. Hier. Malen wir ein Blitzgenie. Wer das wohl sein mag. Das hier haben wir neu. Dann malen wir das. Für den Anfang reicht's. Auch für den Anfang. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Jetzt kriegt er überall noch so kleine Händedinger. Oder Flügel oder... Ja, so langsam wird es. Christian ist ja optimistisch. Hallo? So, Cutter Snake ist nämlich unserem Stream beigetreten. Ja, tatsächlich ist das heute unser normaler, regulärer Dienstagstream. Oh je, wie lange noch? Achso, ich habe die maximale Anzahl schon erreicht. Okay. Na, hallo. Hübsch. Wo läufst du denn hin? Das weiß ich. Das verrät dein Nickname ein bisschen. Freut mich, dass du zuschaust. So, komm mal her. Hey, hier drüben. Ach je. Ist ja fast geschafft, aber... Okay, dann arbeite schön weiter, Cutter. Viel Erfolg, gute Kunden. Und viel Spaß trotzdem.
So, habe ich hier noch was, was ich einsammeln kann? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, wir legen den Schalter um. Sag ich ihm, mach's gut, ciao. So. Und jetzt ist er hier super glücklich und super traurig. Das heißt, wir holen den Dings wieder hoch, damit er zu uns kommen kann. Ich finde den echt hübsch, den habe ich irgendwie gut gemacht. So, komm rüber. Sehr gut. Und jetzt holen wir ihn hoch, dann kann er nämlich fast mit den anderen spielen, beziehungsweise uns helfen, das Tor zu der Dosenfabrik, glaube ich, zu öffnen. Super Farbe? Ja, bitte. Na gut, wir machen ihn erst glücklich. Ein Mond möchte er und was ich noch nicht habe. Nimmst du das hier auch? Nein? Hilfst du mir? Hilfst du mir trotzdem? Offensichtlich nicht. Hier glitzert's irgendwie, hört ihr das? Aha, aber zurück mit dir. Aber das war irgendwie auch nicht das, was er haben wollte. Da waren Tauben, ob er so ein Todesspruch hat? Offensichtlich nicht. Sind die blöden Kinder noch da? Vielleicht ist es ja... Ja. Sind sie? Kannst du mir kurz helfen? Mach das einfach trotzdem. Nimm das und fühl dich glücklich. Gut, er macht das also nur, wenn ich ihn... Da wollte ich nicht hin. Er macht das nur, wenn ich ihm also diese Blume male. Und diese Blume habe ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal diese Blume finden. Aber hierfür brauche ich die ja auch. Was ist das? Autsch! Zum Glück hat er gerade keinen Fallschaden abbekommen. Aber... Da. Komm hier. Nein. Oh, cool. Offensichtlich auch nicht. Das hier? Ja. Nein.
Hä, habe ich irgendwo was übersehen? Hier, du hier, hä? Okay, Verstecken ist vorbei. Nein. Was ist das da drüben? Oh, dein Ernst? So. Hab dich. Aber ich glaube, das sind alles halt nur Dinge, die mich gerade nicht wirklich weiterbringen. Ash. Okay. Erwischt. Nee, das sind alles nur Bauteile für die Monster, aber nicht da. Das wird toll aussehen. Ash. Das soll wohl was bedeuten. Oder ich lenke sie doch weg. Hey, hier drüben. Er muss hier irgendwo. Fand mich doch. Ach, das ist also nicht so sinnvoll, weil es nicht weit genug weg ist. Hey, ich bin's. Er belauscht uns vermutlich gerade. Das ist richtig. Kommt und holt mich. Hey, kommt und holt mich! Wo ist der hin? Hey, kommt und holt mich! Du kannst nicht mal gut malen. Kommt und holt mich! Endlich. Hey, hier drüben! Ich werde dir deinen bescheuerten Pinsel überziehen. Dann hole ich das jetzt eben schnell. Ah, da ist es. Gut. Und jetzt laufe ich ganz schnell wieder rüber. So. Sehr gut. Das hat also super funktioniert. Jetzt habe ich nämlich das, was ich wollte. Und kann jetzt auch das machen, was er will. Guck mal hier. Und, was meinst du? Und los. Dieser Ash hält sich echt für einen Künstler. Dieser Ash ist ein Künstler. Co za blbečka? Může pomíhat s obřím štětcem. Hey! Da ist er wieder. Was haben die denn am Anfang für eine Sprache geredet? Oh.
Lasst uns abhauen. Ach, das bringt doch nichts. Wir sehen uns, Freak! Okay. Das mit der Speichen... Vielleicht sind sie deshalb so fies. Das macht's aber auch nicht besser. Das mit der falschen Sprachspur war jetzt schon witzig. Na. Komm her jetzt. Ja, ich weiß, er fliegt immer wieder im Kreis. Er trägt auch immer wieder die gleiche Richtung. Das gehört echt an eine Wand. Ich glaube, Darkness. Professor Lee hatte die richtige Idee. Darkness or despair. Professor Lee thinks darkness comes from negative emotions. Das bedeutet einfach, dass der Dr. Lee offensichtlich dachte, dass die Dunkelheit durch die Negativität der Leute kommt. Durchaus nachvollziehbar. Dann malen wir das mal an. Ich denke mit den Glockenblumen hier. Einfach weil ich sie sehr hübsch finde. Und wir sonst am Ende alles mit Schmetterlingen voll machen würden. Mal sehen, wer jetzt wohl kommt. So ein? Oh, hier so ein Pikachu. Was jetzt? Und der hat aber hier noch so einen Schnauzer. Das wird ganz gut. Und Blubber? Blubbelblasen? Hat er auch. Schön, dich kennenzulernen. Oh, der ist ja auch cool. Aus wie eine Art elektrischer Gabelstab. Hi. Hey, pass auf! Okay, gucken wir uns gleich an. Ich möchte nur unbedingt gegen die Farbe hier vorgehen. Eine super Farbe mehr. So. Erstmal alle die Farbe, aber das macht nichts. Gehen wir hier direkt weiter. Du fährst nicht mehr Bleifuß. Er möchte Sterne und dieses Dings. Dieses Dings? Da kriegst du. Und Sterne, na klar. Bitteschön. Danke für die Superfarbe. Ich brauche Superfarbe, um das zu beseitigen. Zumindest habe ich den unteren Part gedingst. Okay. Bitteschön. Kannst du mir helfen? Huh?
Was geht da drüben ab? War hier nicht gerade so ein... Oh nee, ernsthaft. Ich warte einfach, bis sie zurückkommt. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo die hin ist. Und die zweite habe ich auch. Okay, cool. Habe ich gleich die drei eingesammelt. Oh. Oh. Oh, offensichtlich Stacheldraht verträgt er wohl nicht. Ich bin hier. Ich brauch so ein Elektroding. Hallo. Ja, du bekommst auch Schmetterlinge. Und diese Glockenblumen. Bitteschön. Und Schmetterlinge. Da. Und los. Kannst du mir dabei helfen? Nur noch zwei. Das ist aber kein R-Gespräch, oder? Nur noch einer. Sehr gut. Sehr gut. Bingo. Wie sieht das aus? Da. Ich kann nicht hochklettern, ehe ich mich um diese Ranken gekümmert habe. Ich kann es kaum erwarten, den Freakler. Da sind sie wieder. Erwischt. Genie. Oder Djinn. Wie auch immer. Hier ist auch eins drin. Komm her. Ha. Haben die denn nichts Besseres zu tun? Nein. Okay.
Was heißt das? Oh nein. Sie dürfen mich nicht sehen. Oh, sie haben mich gesehen. Ja. Ich hatte ihn fast. Halt mich zurück, Freak. Oh Gott. Witzig ist, sie sehen mich bloß, aber können mich nicht hören, offensichtlich, wenn ich hier durchlaufe. Ach, da drüben sind auch noch. Was wollen wir denn dahin machen? Nordlichter? Bin ihnen entwischt. Ohne Sonne. So, aus Prinzip. Oh. Ach, plötzlich habt ihr mich gesehen, oder was? Ach, seid ihr dumm. Den Furz mache ich auch allein kalt. Versteck dich nicht wie ein Baby. Fuck. Geh doch mal. So. Komm her, du. Na komm. Wo sind denn hin? No. Ach, hier oben. Toll. Wo sind die eigentlich? Au! Ach, ich komme da drüben natürlich nicht hin. Oh. Super Farbe, okay. Hoch. Erledigt. Super.
schlagen wir noch ein paar Fenster ein. Hauptsache, ein Meisterwerk zu malen. Hauptsache, ihr verkrümelt euch wieder. Ach, die stehen da drüben. Oh. Eigentlich muss ich sie nur davon weglocken. Hey, ich bin's! Und offensichtlich können die ja auch nicht klettern. Okay, dann wollen wir mal. Aber wir schon. Oh, da geht's aber weit runter. Und los, Christian. Du machst das super. Beinahe schief gelaufen. Eine Taube? Möwe? Für eine Aussicht. Scheint, als hätten wir dafür gesorgt, dass sich diese Finsternis zurückzieht. So. Und dann hüpfen wir nämlich dort rein. Um diese Seite hier einzusammeln. Zurück mit dir. So. Oh. Cool. Kannst du nicht. Was heißt das? Das ist echt schön. Nicht die Möwen ärgern. Finsternis auslöschen und das Wasserkraftwerk verschönern? So. Was der alte Professor Lee wohl dazu sagen würde. Also, sie wünschen sich diesen Baum. Das gefällt dir, oder? Kriegt ihr. Und dann wünscht sie sich noch unbedingt diese Tote. Kriegt ihr auch? Und die Glockenblumen. Und diese Schirmblumen und ein Mond.
hoffe, es gefällt dir. Luna. Gar nicht schlecht, oder? Wenn ich noch ein zweites Meisterwerk dieser Größe fertigstelle, wird die ganze Stadt erhellt sein. Dann muss sich keiner je wieder Sorgen wegen dieser Finsternis machen. Hoho! Du musst wohl Dampf ablassen, was, mein Kleiner? Okay, okay. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Du bist nur... naja... so wild herumgewuscht. Wusch. Klingt gut. Dann sehen wir mal, was unser nächstes Ziel ist. Oh, sieht so aus, als müsste ich durch die Kanäle. Luna? Alles in Ordnung? Moment, du willst, dass ich zurück zum Leuchtturm komme? Ich dachte, ich soll den Rest der Stadt durch Farbe wieder erwecken. Ah, verstehe. Du bist einsam. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Okay? Ah, unser neuer Djinn. Zeit für einen neuen Freund. Oh ja, das nehmen wir doch gleich. Nee, lieber das hier. Oh. Das ist erst recht so ein Windgeist. Wenn da noch irgendwas, was windig-mäßig dazu passt. Nee, oder? Blitze. Nee. Hallo, willkommen im Leben. Hey, wo gehst du denn hin? Es möchte solche Bäume. Okay. Hier? Ah, das ist das Falsche. Hier? Und, bist du zufrieden? Bitteschön. Ah. Hey, hier bin ich. Hey, hat jemand meinen Djinn gesehen? Ach je, hier fehlt aber Farbe. Und zwar... möchtest du hier? Apfel? Hier? Und, schmeckt's?
Mann, diesen Tag werde ich nie vergessen. Wow, die sieht besonders aus. Komm mal hier. Hilfst du mir? Ja, nein, finde ich. Super. Danke dir. Hier unten sieht es echt trist aus. Ängstlicher Djinn. Du hattest doch selber Angst vor dem Mäuschen. Die hat mir schon immer gefallen. Was ist los, Ash? Hast du etwa zugenommen? Du hast was verloren. Hey, er entwischt uns! Wie? Wieso hast du ihn nicht aufgehalten? Hey, alles in Ordnung? Ja. Mann, das war sicher hart für Beatrice. Manchmal vergesse ich, wie gut ich es bei meinen Eltern habe. Pilze. Oh, das stinkt ja fast so schlimm wie der Müllcontainer. Und diese Blumen. Hier, Venusfliegen fallen. Nicht, dass sie hier zu mir runterkommen können. Danach habe ich schon gesucht. Funktioniert hier irgendwie nicht. Botanischen Gärten von Denska. Scheint, als wäre das Schild irgendwie runtergefallen. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Oh, irgendwo. Ach, hier. Was haben wir denn da? Sieht voll lieb aus. Das braucht so liebe Ohren. Das hier. Und das hier. Und Liebe. Ne, hier haben wir nichts Liebes. Hier auch nicht. Ein lieben Schwanz. Der hier. Interessant. Hm.
siehst du aus. Drei? Jetzt wirst du aber anspruchsvoll, was? Das wolltest du doch haben, oder? Seath. Perfekt. So funktioniert's. So passt's. Und noch so ein... Was sind die hier, oder? Viel besser. Ah, na bitte. Brauche ich nur diese andere. Den anderen noch. Erwischt. Das ist er nicht. Vielen Dank, Kumpel. Das hat mir gerade gar nichts gebracht. Ach, weil da unten des Dings ist. Na gut. Was ist das? Erwischt. Ein Baumstamm, okay. Gott, wo kommst du denn jetzt hin? Thank you.
Ich frag mich, wer das wohl ist. Das hier ist es. Der hat hier so einen Katzenschwanz. Mal schauen, wie das aussieht. Und solche Ohren. Oh. Ich glaube nicht. Oh. Ja. Und dann hat er noch. Das war's, oder? Das hier? Das ist doch gut. So, okay. Sieh an, wer da ist. Der ist ja süß. Komm schon. Der ist ja echt süß. Kein Strom. Kannst du mir kurz helfen? Wie animierte ich ihn gleich nochmal dazu, sich hier dazwischen zu stecken und sein Leben zu opfern? Hilfst du mir? Keine Angst, dir kann nichts passieren. Ja, hier, mach doch mal. Da kriegst du. Das krieg ich hin. Mach das hier. Und? Wie ist das? Komm schon, wir haben viel zu tun. Was ist das da drüben? Du weißt wohl, was du ausdrücken willst. Okay, dann machen wir hier einen hin. Okay. Eine Sonne. Und sind das die hier? Das will ich nicht vergessen. Schön. Ah, hier ist noch. Vielleicht macht er mir erst das an. Aber wie kommt er hierher? Ah. Okay. Hier, komm mit.
muss sich wohl verbinden. Okay, bleib da stehen. Das wird überhaupt nicht wehtun. Hoffe ich. Gar nicht. Danke dir. Sehr gut. An der Stelle hat das Spiel auch gespeichert. Das heißt, für mich ist es heute erstmal vorbei. Es hat ganz gut soweit funktioniert. Meinem Kopf geht es super besser. Ich glaube, der Stream hat einiges gut gemacht. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und mal sehen, vielleicht spiele ich dann die Woche nochmal weiter. Oder zum Wochenende. Um eben hier weiterzukommen im Spiel. Und ansonsten ist nächste Woche Manuel wieder am Start mit, ja, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen, denn er hat Jager endlich durchgespielt und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Ciao.